Unverwechselbar ist auch diese Adresse. Hier residiert der Seidenkönig von Zürich, Andi Stutz. Ursprünglich war er Krankenpfleger. Aber dann baute er gemeinsam mit seinen beiden Schwestern aus dem Nichts ein weltweit gerühmtes Seidenreich auf. Das war vor 30 Jahren. Andi Stutz ist ein Genießer. Er liebt eben alles Schöne und Qualität, was oft dasselbe ist. Wenn sie dunkel angelegt sind, ist es eine schöne Farbe. Es sind 18 verschiedene Farben, 18 Siebe, 18 Farbdurchgänge. Also jede Farbe wird einzeln von Hand gedruckt mit Sieben. Das ist ein richtiges altes Kunsthandwerk, das wir noch pflegen, das am Aussterben ist und das keiner pflegt, der nur den großen Reibach machen will. Wir sind angefressene Qualitätsfanatiker und es ist schon schöner, man kann Seide verkaufen, als wir müssten Schrauben verkaufen. Und wer kauft diesen Farbenrausch? Modeschöpfer wie Dior und Vivienne Westwood, das dänische Königshaus und die russische First Lady. Was nicht heißen soll, dass für unsereins nicht auch ein Halstüchlein dabei ist.